Wir wollen heute dem Land der Riesen einen Besuch abstatten, dem Land der Riesenmolekeln also. Sie kennen bereits einige Vertreter aus diesem Reich, etwa die Zellulose, die Stärke, die Eiweißstoffe. Nun, diese drei gehören in den Bereich der natürlichen Riesenmolekeln, der natürlichen Makromolekeln. Heute wollen wir die künstlichen Makromolekeln, die synthetischen Makromolekeln betrachten. Schauen wir uns einmal einige Beispiele aus diesem Land der Riesenmolekeln an. Wir beginnen beim Polyethylen. Ein Polyester, ein Polyamid, ein Polyurethan. Nun, erschrecken Sie nicht, es sieht zunächst recht kompliziert aus, aber wenn diese Molekeln auch riesenhaft groß sind und sich aus mehreren tausend Einzelmolekeln zusammensetzen, so ist ihre Struktur doch recht leicht zu durchschauen. Wir wollen das jetzt einmal im Einzelnen tun. Beginnen wir beim Polyethylen. Polyethylen, wir haben also in diesem Polyethylen eine Kohlenstoffgrundkette. Schauen wir uns an, aus welchen Einheiten diese Grundkette besteht. Diese Einheiten nennt man auch Monomere. Aus Monomeren entstehen also Polymere. Das ist also Ethylen, wie wir hier sehen, hier bereits mit den reaktionsbereiten Valenzen hingeschrieben. Mehrere Ethylenmolekeln lagern sich zusammen. Es entsteht eine Kette Polyethylen, hier unten noch einmal in der übersichtlichen Form hingeschrieben. Nun zu unserem nächsten Kohlenstoff, dem Polyester. Wir haben hier keine reine Kohlenstoffkette mehr, sondern Sie sehen, dass in dieser Kette Sauerstoffatome eingebaut sind. Das kommt zustande durch diese Ihnen bekannte Gruppierung, nämlich die Estergruppierung. Schauen wir uns auch das noch einmal in Einzelteile gleichsam zerlegt an. Wir haben hier diese Estergruppierung und sie ist eingefügt zwischen zwei Alkylreste. Geschieht das vielfach, so entsteht eben kein Ester, sondern ein Polyester. Recht ähnlich ist es beim nächsten Kunststoff, beim Polyamid. Hier tritt eine neue Gruppierung auf, die wir hier sehen. Sie besteht also aus Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und Wasserstoff. Diese Gruppierung bezeichnet man als Amid-Gruppierung. Und wir wollen auch diese Gruppierung näher beleuchten. Wir haben diese Gruppierung hier. Und im Polyamid ist sie eingerückt gleichsam zwischen die Kohlenstoffkette, in die Kohlenstoffkette hineingefügt. Besonders durchsichtig wird diese Amid-Gruppierung, wenn wir sie vergleichen mit der Ester-Gruppierung. Schauen wir uns das einmal an. Wir wollen also einen Vergleich zwischen Amid und Ester herstellen. Wir haben hier die Ester-Gruppierung, nehmen wir also diese Form. Sie ist ausgezeichnet durch ein Kohlenstoffatom, doppelgebundenes Sauerstoffatom und ein weiteres Sauerstoffatom. Beim Polyamid ist nun dieses Sauerstoffatom hier, das nicht doppelgebundene also, ersetzt durch ein Stickstoffatom und ein Wasserstoffatom. Das ist also der gesamte Unterschied zwischen einem Ester und einem Amid. Eine recht einfache Struktur also. Nun zum letzten Kunststoff, den wir betrachten wollen, zum Polyurethan. Auch er ist wieder der Repräsentant eines besonderen Kunststofftyps. Wir werden das später kennenlernen. Nun, das Urethangerüst sieht etwas kompliziert aus. Sie sehen, dass im Grundgerüst hier neben Kohlenstoff auch Stickstoff und Sauerstoff zugleich vorkommt. Schauen wir uns diese Gruppierung auch noch einmal im Einzelnen an. Wir sehen also, das ist die charakteristische Urethangruppierung, zusammengesetzt aus Kohlenstoff, doppelt gebundenem Sauerstoff, einem weiteren Sauerstoffatom und einem Stickstoffatom mit Wasserstoff. Den genauen Aufbau dieses Urethans kann man besser durchleuchten, wenn man ihn gleichzeitig vergleicht mit dem Ester und dem Amid. Tun wir das einmal. Wir haben also hier die Urethangruppierung, wobei wir zunächst ein Sauerstoffatom weggelassen haben. Das ist also die Gruppierung, wie sie in der Kette später im Polymerisat, im Kunststoff vorkommt. Nun, Sie sehen, dass in diesem Urethan zunächst einmal eine Gruppe enthalten ist, die wir als Estergruppierung kennen und eine Gruppe, Kohlenstoff und Stickstoff, die wir als Amid kennen. Das heißt also, Urethane kombinieren gleichsam die Eigenschaften der Ester und der Amide miteinander. Urethane sind gleichzeitig Ester und Amide. Wir können das hier noch ausführlich hinschreiben, wie wir es hier haben. Wir haben jetzt nur noch addiert das zusätzliche Sauerstoffatom, das ja nicht in der Kette selber drin sitzt. Und auch hier wieder geht klar hervor, Ester und Amid zur gleichen Zeit. Abstrahieren wir jetzt etwas, betrachten wir nur die Atome, die die Grundkette des Polymerisates des Kunststoffes ausmachen.
Nun, dann ist es beim Polyethylen so, wir haben nur in der Kette Kohlenstoffatome, die miteinander verknüpft sind. Beim Polyester treten Sauerstoffatome in der Kette auf. Sie stammen aus der typischen Estergruppierung COO. Und beim Polyamid anstelle des Sauerstoffatoms Stickstoffatome. Schließlich beim Polyurethan Stickstoffatome und Sauerstoffatome zur gleichen Zeit neben den Kohlenstoffatomen. Polyethylen also, Kohlenstoffkette, Polyester, Sauerstoff wird eingebaut, Polyamid, Stickstoff wird eingebaut, Polyurethan, Stickstoff und Sauerstoff wird zur gleichen Zeit eingebaut. Betrachten wir nun, wie Kunststoffe entstehen. Und wir wollen beginnen beim Beispiel des Polyethylens. Es ist hier leicht zu durchschauen, es lagern sich zusammen mehrere Ethylenmolekeln. Die Doppelbindungen brechen auf, es entstehen Einfachbindungen. Und ein solcher Vorgang, bei dem sich mehrere ungesättigte Moleküle, mehrere Moleküle mit Doppelbindungen zusammenlagern unter Aufbrechen der Doppelbindungen, einen solchen Vorgang bezeichnet man als Polymerisation. Wir wollen uns jetzt die Polymerisation des Ethylens zu Polyethylen in einem kleinen Trickfilm betrachten. Ethylenmolekeln mit ihren reaktiven Doppelbindungen. Die Moleküle nähern sich. Doppelbindungen brechen auf, es entstehen Radikale. Die Radikale verknüpfen sich, es entsteht eine Kette zunächst aus drei Ethyleneinheiten. Die Kette selbst ist noch ein Radikal und greift wieder eine Ethylenmolekel an. Der Vorgang wiederholt sich, die Kette wächst. Es ist eine lange Kette entstanden, Polyethylen aus Ethyleneinheiten. Den Vorgang bezeichnet man als Polymerisation. Wir können uns diesen Vorgang der Polymerisation auch an einem hübschen Beispiel klar machen. Ich glaube, das Beispiel spricht für sich selbst. Links Tanzpaare, die sich bei beiden Händen halten, gleichsam die Doppelbindung. Rechts, die Paare haben sich zu einer langen Kette formiert. Die einzelnen Tanzpartner halten sich jetzt gleichsam durch Einfachbindungen. Doch jetzt zurück zum Polyethylen. Schauen wir uns diese Molekel jetzt noch einmal genauer an. Wir sehen hier die Grundkette, die nur aus Kohlenstoffatomen besteht und oben und unten jeweils Wasserstoffatome. Dieses Grundprinzip treffen wir jetzt in einer großen Anzahl von ähnlich gebauten Polymeren auch an und wir wollen uns einige Beispiele dieser Polymere jetzt näher anschauen. Zunächst PVC, Polyvinylchlorid, auch hier wieder die Grundkette, wie wir sie beim Polyethylen haben. Was ist anders? Es befinden sich jetzt Chloratome an jedem zweiten Kohlenstoffatom, die also das Wasserstoffatom gleichsam verdrängt haben. Nun, ein ähnlich aufgebauter Kunststoff ist das Teflon. Auch hier wieder Grundkette wie beim Polyethylen, aber nicht mehr Wasserstoffatome, sondern jetzt Fluoratome. Auch der nächste Kunststoff, den wir betrachten wollen, ist ähnlich aufgebaut. Wir wollen uns jetzt Dralon anschauen. Auch hier gleiche Grundkette, nur in der Seitenkette sind Veränderungen eingetreten, und zwar in diesem Falle an jedem zweiten Kohlenstoffatom diese Cyanogruppe, C, dreifach gebunden Stickstoff. Das ist also die einzige Variation, die einzige Abänderung gegenüber dem Polyethylen. Nun zum Polypropylen. Polypropylen, auch wieder gleiche Grundkette, Seitenkette, in diesem Falle an jedem zweiten Kohlenstoffatom die Methylgruppe. Wir wollen uns hier, weil diese Molekel so etwas unübersichtlich aussieht, die Ornamentstruktur anschauen. Sie sehen, das wirkt jetzt recht übersichtlich, hier die Seitenketten an der Grundkette, wie sie beim Polyethylen auch besteht. Polystyrol, das wir als nächstes betrachten wollen, ist ähnlich aufgebaut. An jedem zweiten Kohlenstoffatom befindet sich jetzt eine Phenylgruppe, also der Benzolrest.
Auch hier die Ornamentstruktur, die wiederum ein sehr übersichtliches Bild dieser Makromolekel liefert. Sie sehen, der Aufbau aller dieser Makromolekeln ist recht ähnlich. Sie werden gebildet aus kleinen Einheiten, den Monomeren, und wir wollen uns diese Monomere auch einmal anschauen, die also zu den betrachteten Polymeren führen. Wir beginnen mit dem Monomeren des Polyvinylchlorets, des PVCs, und das ist diese Substanz hier, also ein Chloratom in der Ethyleneinheit Vinylchloret. Der Kunststoff heißt deshalb Polyvinylchloret. Ähnlich beim Teflon, das Monomer des Teflons haben wir hier. 4 Wasserstoffatome des Ethylens sind substituiert gegen Fluor. Tetrafluorethylen also ist dieses Monomere und entsprechend heißt der Kunststoff Polytetrafluorethylen. Beim Dranon ist das Grundprinzip auch ähnlich. Was ist abgeändert? Ein Wasserstoffatom im Ethylen ist ersetzt gegen diese Cyanogruppe C dreifach gebunden N. Diese Substanz heißt Acrylnitril und entsprechend heißt Draler mit dem wissenschaftlichen Namen auch Polyacrylnitril. Beim nächsten Monomeren, beim Polypropylen, beim Propylen also, kommen wir zu einer Verbindung, die Sie schon kennen. Nur ein Wasserstoffatom im Ethylen substituiert gegen die Methylgruppe, Propylen. Und schließlich Polystyrol, das Monomere ist das Styrol, das wir hier sehen, ein Wasserstoffatom substituiert gegen den Benzolrest, gegen den Phenylrest. Nun, das Wichtigste all dieser Polymeren, das ist das PVC, das bekannteste auch. Und wir haben hier noch einmal das Monomere dieses PVCs, wollen uns nun in einem Film die Herstellung von PVC näher anschauen. Die Erdölchemie liefert den Rohstoff Ethylen. Durch Chloraddition wird Ethylen in Dichlorethan umgewandelt, zu einem wirtschaftlichen Zwischenprodukt für die Herstellung von VC, von Vinylchlorid also. Vinylchlorid wird zu Polyvinylchlorid polymerisiert. Der Vorgang wird laufend kontrolliert. Farbstoffe, Weichmacher und andere Zusätze können die Eigenschaften dieses Polymerisats in weiten Grenzen verändern. Als Granulat, also fein gekörnt, kann das PVC nun im eigenen Werk oder in anderen Betrieben weiterverarbeitet werden. Zu Profilen etwa. Oder zu Platten, wie wir es hier sehen. Zu Rohren, Folien und anderen Halb- und Fertigfabrikaten. Halten wir also fest, Polyvinylchlorid, PVC, entsteht durch Polymerisation. Polyvinylchlorid ist ein Polymerisat. Polymerisation, das bedeutet also, viele Moleküle mit Doppelbindungen lagern sich zusammen, wobei diese Doppelbindungen dann aufbrechen und zu Einfachbindungen werden. Die Polymerisation, das ist eine Reaktion, die zu Makromolekeln führt. Eine andere wichtige, das ist die Polykondensation. Sie führt also zu Polykondensaten. Wir wollen jetzt die Polykondensation an 2 Beispielen betrachten. Wir kennen die im Prinzip schon vom Anfang der Sendung. Da haben wir sie summarisch betrachtet. Wir wollen als Beispiele nehmen die Polyesterbildung und die Polyamidbildung. Zunächst zum Polyester. Wir finden hier ein Strukturelement, das wir kennen, die Estergruppe nämlich. Die ist gebildet worden aus der Säure, das ist dieser Teil, und aus dem Alkohol, das ist dieser Teil, unter
Wasserabspaltung. Polyester, das bedeutet mehrere Estergruppierungen, sehr viele Estergruppierungen befinden sich in der Moleke. Beim Polyamid ist es ganz ähnlich. Wie sieht das hier aus? Auch hier wieder eine Säure. Und diese Säure hat reagiert nicht mit einem Alkohol, wie es beim Ester war, sondern mit einem Amin. Das ist ein Amin und das ist ein Amin, also mit einer stickstoffhaltigen organischen Base unter Wasseraustritt. Wir erhalten die Gruppierung CON. Das ist die Amid-Gruppierung. Im Polyamid viele solche Gruppierungen. Zunächst jedoch zum Polyester. Noch einmal kurz rekapituliert die Esterbildung. Hier Säure, da Alkohol. Die Carboxylgruppe der Säure reagiert mit der Hydroxylgruppe des Alkohols unter Austritt von Wasser. Es entsteht die Estergruppierung. Ein Ester kann erst dann als Kunststoff dienen, wenn er häufig in einer Kette vorkommt. Und das kann nur dann gelingen, wenn sowohl die Säure über mehrere Carboxylgruppen wie auch der Alkohol über mehrere Hydroxylgruppen verfügt. Wir haben das hier im Beispiel einer Kunstfaser, nämlich Trevira. Wir haben als Säure zunächst vorliegen die Tereftalsäure, eine Säure mit zwei Carboxylgruppen, und als Alkohol Ethandiol. Unter Wasseraustritt entsteht zunächst eine Estergruppierung und dieser Ester hat nun hier eine OH-Gruppe und hier eine Carboxylgruppe, reaktive Gruppierungen also, an denen sich die Esterbildung fortsetzen kann, sodass also eine lange Kette entsteht, wie wir sie hier unten sehen, in dieser Kette dann sehr viele Estergruppen, wie wir sie hier wiederfinden. So viel zu den Polyestern. Bei den Polyamiden sieht es recht ähnlich aus. Schauen wir uns das einmal an, am Beispiel dieses Polyamids, das wir hier betrachten wollen. Wir haben hier zunächst eine Säure, Adipinsäure, mit zwei Carboxylgruppen und ein Amin, das Hexamethylendiamin, mit zwei Aminogruppierungen am Anfang und am Ende der Kette. Die Aminogruppe kann nun mit der Säuregruppierung reagieren unter Wasseraustritt, ganz ähnlich wie Alkohole mit Säuren unter Wasseraustritt reagieren können. Hierbei entsteht ein Amid. Ein solches Amid finden wir hier. Das ist die charakteristische Amid-Gruppierung, die wir jetzt schon näher beleuchtet haben. Hier Kohlenstoff, Sauerstoff und daran gebunden Stickstoff. Wir können also durch Wiederholung dieses Vorganges am Anfang und am Ende der Kette zu langen Amidketten kommen, zu Polyamiden. Ein wichtiges Polyamid, das ist Nylon. Wir können Nylon in einem kleinen Versuch herstellen. Wir wollen das einmal tun. Wir haben hier diesen Aufbau, ein Becherglas, in dem sich zwei Lösungen befinden, die nicht miteinander mischbar sind. Hier unten ist Tetrachlorkohlenstoff und oben Wasser. Im Tetrachlorkohlenstoff befindet sich Adipinsäure in einer etwas aktivierten Form. Und im Wasser, da befindet sich das Amin, das Hexamethylendiamin, zusammen mit Kalilauge, die wir dann noch angefärbt haben, mit Phenolphthalein, damit es besser sichtbar ist. An der Grenzfläche zwischen beiden Flüssigkeiten, also hier, reagiert Amin und Säure miteinander und es entsteht Nylon. Wir können aus dieser Grenzfläche einen Faden herausziehen. Wir haben hier einen solchen Faden und wir wollen den einmal hier aufwickeln. So. Sie sehen, der Faden, jetzt ist er gerissen. Wir wollen versuchen, erneut den Faden aus der Grenzfläche zu ziehen. Das wird natürlich in der Technik nicht so gehandhabt, wie wir das hier vorführen. So, und wir wickeln den Faden wieder auf. In dem Maße, wie wir Nylon aus der Grenzfläche entfernen, können die beiden Flüssigkeiten wieder miteinander reagieren, sodass neues Nylon entsteht. Nun, wir wollen den Vorgang hier abbrechen. Wir wollen uns nun in einem kleinen Trickfilm diese Bildung von Polyamiden am Beispiel des Nylons noch einmal näher anschauen. Das Amin, Hexamethylendiamin, und die Säure, Adipinsäure. Beide Molekeln bifunktionell mit zwei reaktiven Gruppen also. Abwechselnd immer wieder Amin und Säure.
Die reaktiven Stellen reagieren miteinander unter Abspaltung von Wasser. Eine Amidbindung entsteht. Dasselbe am anderen Ende der Kette. Der Vorgang wiederholt sich, die Kette wächst. Wieder wird Wasser abgespalten, eine Amidbindung entsteht. Ein Polyamid ist entstanden, Nylon. Abwechselnd der Säurerest und der Aminrest. Schauen wir uns die Herstellung eines Polyamides näher an. Hier wird Perlon hergestellt, das dem Nylon sehr verwandt ist. Aus dem Ausgangsmaterial entsteht hier die Kunststoffschmelze und aus der Schmelze erstarrt zunächst ein Kunststoffband. Es wird zu einem Perlongranulat zerkleinert. Hier das Granulat. Zur Fahnenherstellung werden die Nylonschnitzel einem Schmelzverfahren unterworfen. Der geschmolzene Kunststoff wird durch eine Düsenplatte mit vielen feinen Bohrungen hindurchgepresst. Der zuerst noch plastische Faden kühlt sich an der Luft ab. Hier wird der Faden auf Spulen aufgerollt. Durch schneller laufende Spulen wird er auf die 3- bis 5-fache Länge verstreckt. Er wird dabei nicht nur dünner, sondern auch reißfester. Schauen wir uns jetzt an, welche Kunststoffe wir bisher kennengelernt haben. Polyethylen, ein Polyester, ein Polyamid. Polyethylen entsteht durch Polymerisation, der Polyester durch Polykondensation und gleichfalls durch Polykondensation entsteht das Polyamid. Übrig bleibt die letzte Verbindung, diese also ein Polyurethan. Sie entsteht nach einem anderen Mechanismus, nämlich durch Polyaddition. Was ist das? Polyaddition, machen wir uns das an einem Beispiel klar. Wir haben hier zwei Verbindungen, ein zweiwertiger Alkohol, zwei Hydroxylgruppen, Butandiol und Hexamethylen-Diisocyanat. Was ist das? Nun, die funktionelle Gruppe ist hier die Isocyanatgruppe. Sie besteht aus Stickstoff, doppelt gebunden mit Kohlenstoff und dieser wieder doppelt gebunden mit Sauerstoff. Wir haben hier eine reaktive Stelle, eine reaktive Doppelbindung und an diese Doppelbindung können sich nun Reste addieren. Wir haben hier einen solchen Rest, die Hydroxylgruppe, die aktiv ist. Es addiert sich das Wasserstoffatom an den Stickstoff, das Sauerstoffatom plus dem Rest an den Kohlenstoff. Es entsteht so ein Urethan. Schauen wir uns das Ergebnis dieses Vorganges an. Wir haben hier die charakteristische Urethangruppierung. Kohlenstoff gebunden mit Sauerstoff und Stickstoff. Das setzt sich nun nach beiden Seiten hin fort. Und kann sich weiter auch fortsetzen, denn beide Moleküle waren ja bifunktionell, konnten also praktisch unbegrenzt miteinander reagieren. Es entsteht so Polyurethan. Nun, diese Vorgänge sind vielleicht noch etwas kompliziert. Wir wollen zunächst einmal dazu übergehen, ein Polyurethan herzustellen. Das ist nicht schwierig, wir haben dazu zwei Komponenten. In diesem Falle hier ein Diol, ein zweiwertiger Alkohol also, und hier in diesem Kolben das Diisocyanat. Geben wir die beiden Komponenten in diesem Becherglas zusammen. Es befindet sich in der Isocyanat-Komponente noch ein Zusatz, der bewirkt, dass sich neben der Reaktion, die wir soeben besprochen haben, auch eine zweite Reaktion abspielt, nämlich die Entwicklung von CO2, von Kohlendioxid also.
mischen wir das Ganze gut durch. Sie sehen vielleicht schon, dass eine Reaktion startet. Es bilden sich also Bläschen. Diese Bläschen, das ist CO2. In dem Maße, wie sich nun CO2 entwickelt und wie der Kunststoff entsteht, wird der entstehende Kunststoff, wie wir so gleich sehen werden, schaumartig hochgetrieben. Wir sehen jetzt diesen Vorgang. Sie sehen, das schäumt über, es bildet sich geradezu ein Schaumpilz. Schauen wir uns jetzt aber noch einmal den Vorgang der Pulli-Addition in einem Trickfilm an. Die Isocyanatgruppe und die Hydroxylgruppe. Addition erfolgt. Wasserstoff an Stickstoff, Sauerstoff und der Rest an Kohlenstoff. Der Vorgang wiederholt sich. Die Urethangruppierung. Erneute Addition, Wasserstoff an Stickstoff, Sauerstoff und der Rest an Kohlenstoff. Die Kette wächst weiter. Wieder eine Urethangruppierung. Polyurethan entsteht. Schauen wir uns zum Abschluss in einem kunststoffverarbeitenden Betrieb um. Hier wird Plexiglas verarbeitet. Man kann das Material auf vielfältige Art und Weise bearbeiten. Etwa wie hier durch Sägen. Oder durch Bohren. Fräsen und drehen.